Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Server Tiger Ghost. Ja, jetzt gibt es mal wieder einen Main Part und ja, wir haben ja ein paar Ziele gesetzt. Wir wollen auf jeden Fall erstmal das Pad erstmal auf 81 kriegen, damit wir die Skills reinballern können. Und was ich gerne mit der Charmy mal machen möchte, ist Schlüsselfarm. Ich habe mich damit jetzt noch nicht ganz genau auseinandergesetzt. Auf jeden Fall bräuchte man da als Charmy Magie, AW, MIQ und das würde ich ja in diesem Video ein bisschen besorgen, an die Crew teilen, ein bisschen was selber drehen und ja, ein bisschen schon mal IQ vorbereiten für den Schlüsselboss. Weiß selber noch nicht genau, wie das genau abläuft. Ich glaube, der spawnt jede Stunde einmal auf jedem Channel in so einem Raum. Da müsste man, glaube ich, auch noch mal einen Vorboss killen. Bin aber dann nicht ganz sicher, wie das da genau abläuft. Wenn jemand davon eine Ahnung hat, die Spawnzeiten oder worauf man achten muss. Also ich bin mir sicher, dass man bei den Ohrringen, glaube ich, auf Smuggies, nein, nicht Smuggies, auf Saphir-Ohrringe geht. Schild habe ich mir eins besorgt, wie ihr sehen könnt, mit 50 magischen AW. Ja, da weiß ich jetzt nicht, ob da jetzt, einige sagen, ich soll auf Full Prezi gehen. Einige sagen, okay, ich kann ruhig eine HTK nehmen oder eine HTA. Da hatte ich auch mal eine HTA gekauft und ein paar Mal drauf gedreht. Schön wäre es natürlich, wenn da 50 Magie-AB draufkommt. Oder Kraft des Eises 5 Sekunden hätte ich auch natürlich gelassen. Und was haben wir dann bekommen? 50 AB haben wir natürlich gelassen und dann auch weiterverkauft für 100 Won. Eine HTK wollte ich auch mal drehen, dann ist dann direkt 30 AW reingekommen und habe dann gesagt, okay, die drehst du nicht weiter, kriegst auf jeden Fall ein paar Won dafür so. Ich denke mal so, ja, also bei dem Werten jetzt so ungefähr 20 Won, kann ich mir eine neue Kette kaufen, 10 Won und dann weiter drehen. Habe mir dann noch ein paar Gegenstände verzaubern geholt, ein paar draufgezogen. Im besten Fall natürlich 10 Crit und TP. Dann, ja, wäre das ganz optimal. So, wenn da vielleicht 2 KTP, 5 Crit drauf ist, könnte man lassen, um es weiter zu verkaufen. Aber 10 Crit ist natürlich besser und schöner, sage ich mal. Kriegt man auf jeden Fall besser los dann. Ja, einige Zwitscher schon draufgeballert. Und ja, ein bisschen mit Gewinn verkaufen. Und dann holen wir uns gleich dann nochmal eine Kette und drehen das dann weiter. So, und der letzte Dreher ist es auf jeden Fall. 1 KTP und 10 Crit. Lassen wir natürlich. Die werden wir dann verkaufen. So für 30, 35 Won. Eine neue Kette besorgt. Und da drehen wir dann schön den 6. 7. Bonus. Also ich habe irgendwie schon, muss ich schon sagen, gut glückt, würde ich behaupten. Da haben wir dann auch direkt 50 magische AW bekommen. Natürlich gelassen. Die behalten wir auch erstmal. Dann kommen wir zur geliebten Schlangenrüstung und versuchen das Ganze wieder auf plus 14 zu uppen. Also ich habe ja schon im letzten Video schon einige Versuche auf plus 14 gehabt und in diesem Video versuchen wir es mal wieder auf plus 14. Ich habe beim letzten Mal ja nur 3 Versuche gebraucht oder so oder 2 Versuche auf plus 14. Tut schon ein bisschen weh, das Ding mit Schmiedhandbuch geupt zu haben auf plus 15. Also, könnte ich die Zeit zurückdrehen? Ja, nur auch Spaß. Wollte das Ding auf den Boden schmeißen. Aber ja, dann noch mehr magische Steine gekauft. Mondsteine gehen schön ins Geld. Also, ich bin der Meinung, die Rüstung wäre schon lange plus 15. Hätte ich das Teil nicht mit Schmiedhandbücher gehabt, war ein Versuch auf plus 15 gehabt, dann wäre das Ding bestimmt schon plus 15 und ich hätte diese Kopfschmerzen nicht. Hätte mir das One irgendwie sparen können. Woanders investieren können, aber ja, ist halt so ein Wranken-Move gewesen. Den mache ich, glaube ich, kein zweites Mal. Ja, also den werde ich garantiert nicht machen. Dann habe ich mir noch Smuggies besorgt. Die HTK, die wir gedreht hatten, mit 30 AW plus 20 Won gegen Smuggies plus 8 mit 50 magische AW. Da muss ich nochmal austesten, inwiefern die besser ist als Saphir-Ohrringe plus 8.
Die haben ja plus 8. 5 FKS müssten das sein. Und ja, dann haben wir jetzt schon mal ein HTK, ein Titanschild und die Smuggies mit 50 AW. Aber ich denke mal, dass ich glaube ich die. Die Smuggies austauschen muss. Eventuell die HTK auch. Erstmal schauen, wie weit ich das mal mit dem IQ vorwärts komme. Petbücherkisten aufgemacht, einen Monsterjäger rausgezogen, haben wir easy Profit gemacht. Monsterjäger ist ungefähr 39 bis 40 Won wert, die Petbücherkisten circa 1 Won. Und ja, ein bisschen Profit gemacht. Dann hat mich jemand angeschrieben, ob ich für ihn seine HTAs plus 8 auf plus 9 uppe. Drachensiegis habe ich dann eben Mondis geöffnet und ja, der erste Versuch fehlgeschlagen. Dann der zweite Versuch. Auch fehlgeschlagen, jetzt hat mir schon leid, ey. Dann dachte ich, komm, die soll plus 9 gehen. Und das Ding ist plus 9. Hab ihm natürlich die Sachen gegeben, er hat sich gefreut. Und ja, ich hatte eine kleine Aufnahme da. Dann kommen wir wieder zurück zu den Saphir-Ohrringen. Hab mir da welche plus 0 gekauft für 10kk. Und dann mit Segis dann mal eben flott auf plus 8 gehabt. Das hat, glaube ich, irgendwie Kosten gehabt von ungefähr 100kk. Also, ja, noch recht günstig weggekommen. Und dann kommen wir wieder zu der schönen, leckeren Rüstung ab. Mann, hab ich Bock drauf. Boah, wenn ich diese Aufnahme jetzt schon wieder sehe, wie viel Won ich da jetzt schon reingesteckt habe. Ich glaube, das ist jetzt Versuch Nummer 42 jetzt gewesen. Aua, 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 ey. Das ist ja... nicht mehr schön. Magische Stein 4 Won, Mondstein 3 Won. Ja, so jedes Mal 7 bis 10 Won. Ja, vererbt man da schön. Aber vielleicht klappt ja der letzte. Man weiß ja nicht. Ja, hat natürlich nicht geklappt. Aber irgendwann geht der Teil auf plus 14. Dann mal aus Frust nochmal Alastatron schwer gekauft. Für jeweils 1 Won. 30 Ton, 30 Won, eine schimmernde weiße Perle bekommen, die ist nochmal direkt 9 Won wert, ein Pad, da kann ich das schön auf den Kriegsfall draufpacken und ja, dann zum Abschluss öffnen wir nochmal Welpenboxen, hab mir 11 Stück gekauft und natürlich auf der ersten Truhe ist dann so ein Porky rausgekommen, schön mal vorhin gekauft für 100kk das Stück, finde ich super, kann die Welpentruhe wieder verkaufen für 1 Won und dann war es das mit dem Video, ich hoffe euch hat das Video gefallen, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao.